Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9 die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm und zur Änderung von Rechtsvorschriften, Drucksache 19-2417. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten, und Herr Schork von der CDU-Fraktion bringt uns den Gesetzentwurf ein. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 1,027 Millionen € für Investitionen von Kommunen und Krankenhausträgern. Das ist der Inhalt des Gesetzentwurfs, den CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN heute in erster Lesung in diesen Hessischen Landtag einbringen. Das ist ein großes Paket zur gezielten Unterstützung aller hessischen Kommunen. Eine gute Nachricht für die Kommunen, und dieser Gesetzentwurf zeigt, dass die Regierungskoalition Partner der Kommunen ist. Die einzelnen Bestandteile dieses kommunalen Investitionsprogramms bestehen aus folgenden Punkten. Erstens. Der Gesetzentwurf beinhaltet die Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm in Höhe von 317 Millionen €. Damit verbunden, das wissen wir aus dem Bundesprogramm, gibt es die Komplementärfinanzierung von ca. 35 Millionen €, den Eigenanteil, den die Kommunen im Rahmen des Bundesprogramms zu erbringen haben. Diese Komplementärfinanzierung bieten wir den Kommunen an über ein Darlehensprogramm mit 10 Jahren Laufzeit bei der WIBank zu finanzieren. Und für diese Komplementärfinanzierung in dem Fall der Darlehensaufnahme durch die Kommunen übernimmt das Land die Zinsaufwendungen für die 10 Jahre. Damit haben die Kommunen dann 1% jeweils von dem Eigenanteil zu tilgen. Mit dieser Regelung stellen wir sicher, dass die Forderung des Bundes in dem entsprechenden Bundesinvestitionsprogramm erfüllt wird, dass den Kommunen die Möglichkeit gegeben sein muss, an dem Bundesprogramm teilzunehmen und die Komplementärfinanzierung darzustellen. Denn auch das ist ein wichtiger Punkt. Die Bundesmittel und das Bundesprogramm richtet sich in erster Linie oder ausschließlich an finanzschwache Kommunen. Wir haben im Lande Hessen aufgrund der Steuereinnahmekraft in den einzelnen Gruppen, die wir aus dem kommunalen Finanzausgleich kennen und aus den Arbeitslosenkennzahlen, die Bedürftigkeit und die Finanzschwäche der Kommunen ermittelt, aus dem Bundesprogramm und von dem Bundesprogramm werden in dem Land Hessen 248 Kommunen profitieren. Zweiter Bestandteil ist ein Landesprogramm im Volumen von 370 Millionen €. Das Bundesprogramm ist in weiten Teilen oder in einzelnen Teilen restriktiv und darf nur für bestimmte Investitionen verwandt werden. Das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Bundesprogramm durch ein Landesprogramm ergänzen in einem Volumen von 370 Millionen €. Von diesen 370 Millionen € stehen 25 Millionen € den Kommunen zur Verfügung, bei denen ein Standort für eine Erstaufnahmeeinrichtung von Flüchtlingen besteht. Diese Kommunen wollen wir mit diesem Betrag von 25 Millionen € gesondert unterstützen. Die weiteren 345 Millionen € stehen allen, ich wiederhole, allen hessischen Kommunen zur Verfügung. Für diesen Darlehensteil und dieses Programm übernimmt das Land 80% der Tilgung, 20% Tilgung verbleiben bei den Kommunen, und das Land zahlt für die ersten 10 Jahre die Zinsen für diese Kreditaufnahmen und die Darlehen, und für weitere 10 Jahre werden die Zinszahlungen auf Antrag gewährt. Dieses Programm
ist bundesweit einmalig. Das Land Hessen, die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen sind die einzigen in der Bundesrepublik Deutschland, die das Bundesprogramm mit einem entsprechenden Landesprogramm ergänzen. Auch dies ist ein deutliches Zeichen an die Kommunen. Nächster Bestandteil des Programms ist der Teil 75 Millionen € Darlehensprogramm für Investitionen in Krankenhausinfrastruktur. Bei diesem Programm übernimmt das Land die Tilgung zu zwei Dritteln. Der Rest bleibt bei den kommunalen Krankenhausträgern oder bei den Krankenhausträgern. Und auch die Zinsregelung ist identisch mit dem in dem Landesprogramm. Auch hier werden für die ersten 10 Jahre die Zinsen übernommen. Und im Gesetz ist auch festgehalten, dass diese Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur zugutekommen Krankenhäusern, die als unverzichtbare Notfallstandorte außerhalb von Ballungsräumen sind, und für Spezialkliniken mit überregionaler Bedeutung. Dafür sollen diese 75 Millionen € eingesetzt werden. Ein weiterer Bestandteil, das ist in den letzten Tagen ja wiederholt angesprochen worden, ist ein Darlehensprogramm über 230 Millionen € für Investitionen in Wohnraum. Für günstigen Wohnraum bei diesem Programm übernimmt das Land Hessen für 10 Jahre die Zinszahlungen. Und da in den letzten Tagen ja die eine oder andere Kritik gerade an dem Teil schon genannt worden ist, will ich Ihnen einfach einmal eine Vergleichszahl nennen, um deutlich zu machen, was das Land Hessen dort und wir in diesem Programm machen. Die KfW hat ein exakt gleiches Programm für Investitionen der Kommunen in Wohnraum. Das Gesamtvolumen der KfW für die gesamte Bundesrepublik Deutschland beträgt 300 Millionen €. Wir als Koalitionsfraktion hier in diesem Landtag stellen dafür 230 Millionen € zur Verfügung. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Für alle Darlehensprogramme, diese Regelung ist vernünftig, für alle Darlehensprogramme gilt, die kommunalaufsichtsrechtliche Genehmigung für die Kreditaufnahme gilt als erteilt. Damit können die Kommunen handeln und entsprechende Planungen vorantreiben. Dass diese Programme, die ich vorgestellt habe, das gesamte kommunale Investitionsprogramm, ermöglicht Investitionen in vielen Bereichen. In Bau von bezahlbarem Wohnraum, in Schulen, in schnelles Internet, in Straßen und in andere kommunale Infrastruktur. Das Programm von 1 Milliarde 27 Millionen € bietet den Kommunen die Möglichkeit, die Heimat unserer Bürgerinnen und Bürger noch lebenswerter zu machen, sich weiter nachhaltig zu entwickeln und auf aktuelle Herausforderungen reagieren zu können. Das ist aus unserer Sicht ein guter Gesetzentwurf, den ich für die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 hier eingebracht habe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Beratungen in den Ausschüssen. Vielen Dank. Danke, Herr Schork. Bevor wir mit der Debatte fortfahren, möchte ich gerne Herrn Gottfried Milde als früheres Mitglied dieses Hauses auf der Besuchertribüne begrüßen. Herzlich willkommen. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Schmidt das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das vergangene Woche mit großer Trompete angekündigte Investitionsprogramm – heute waren die Töne etwas leiser – aber das letzte Woche mit großer Trompete angekündigte Investitionsprogramm ist ja eher Ausdruck schlechten Gewissens, meine Damen und Herren, als wirklich Abhilfe für die Finanznot der Kommunen. Es ist in der Tat so, dass das Bundesprogramm, das sehr hilfreich ist, finde ich, ergänzt wird mit drei Landesprogrammen, so wie es eben Herr Schork dargestellt wird. Aber wenn man sich dann einmal die drei Landesprogramme genauer ansieht und vor allem rechnet, meine Damen und Herren, vor allem rechnet, wird man schnell feststellen, dass diese
Landesprogramme im Gegensatz zum Bundesprogramm reine Darlehensprogramme sind und dass diese Programme den Kommunen, die Darlehensprogramme sind auf 30 Jahre angelegt, meine Damen und Herren, 30 Jahre. Da wird manche Investitionen, die getätigt worden sind, in 30 Jahren gar nicht mehr bestehen. Da muss noch abfinanziert werden. Dass diese Darlehensprogramme, die auf 30 Jahre angelegt sind, den Kommunen durchaus teuer zu stehen kommen. Und der Kollege Kaufmann hat gestern in seiner ihm typischen Art gesagt, wir sollten uns erst einmal da besser informieren, als ich davon gesprochen habe, dass es in der Tat ein teures Programm werden könnte. Wissen Sie, wir haben das einmal nachgerechnet. Und ich würde mal gerne, Herr Kaufmann, von Ihnen eine andere Rechnung dann hier sehen. Wir haben festgestellt, dass diese drei Darlehensprogramme zu 53%, meine Damen und Herren, nämlich mit Zins und Tilgung, zu 53% von den Kommunen finanziert werden müssen. Das Land, das sich wieder feiern lässt, Herr Schork spricht wieder vom Superprogramm, ist nicht einmal mit der Hälfte beteiligt, meine Damen und Herren. Herr Kaufmann, wenn das falsch ist, von wegen Sachkunde, dann kommen Sie hier hin und sagen das nachher. Ich denke, Sie werden dazu sprechen. Nimmt man das Bundesprogramm dazu als gemeinsam, dann tragen die Kommunen 45% die Kosten. Der Landesanteil liegt nicht einmal bei 33% und der immerhin der Bundesanteil, aber Zuschussprogramm bei 20%. So. Und insgesamt müssen für diese Programme die hessischen Kommunen in der Frist für Zins und Tilgung 30 Jahre 735 Millionen Euro aufbringen. 735 Millionen Euro. Dann sieht ein Geschenk, was so dargestellt wird, sieht dann schon ein bisschen ganz anders aus. Das Land wird rund 600 Millionen Euro aufbringen, wobei ich, Herr Kaufmann, ich gehe sogar von 600 Millionen auf. Sie haben in der Gesetzesbegründung von 547 Millionen Euro gerechnet. Also ich komme sogar an dieser Stelle sogar für ein paar Euro mehr als das Land finanziell darstellen wird. Aber das können wir dann noch austragen. Möglicherweise hängt das dann mit den unterschiedlichen Zinsausnahmen zusammen. Und der Bund ist immerhin mit 317 Millionen Euro beteiligt. Im Gegensatz zu den Landesprogrammen ist das Bundesprogramm wirklich hilfreich. Der Eigenanteil ist nämlich nur 10%, aber es sind keine Zins- und Tilgungsleistungen mehr fällig. Also das ist ein echtes Hilfsprogramm. Und deswegen, auch da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen Großer Koalition und Schwarz-Grün. Auch da sieht man das wieder. Stichwort Hilfe für die Kommunen, meine Damen und Herren. Und es gilt ja der berühmte Satz, noch ein Zuschuss und dann sind wir pleite. Es kann sein, meine Damen und Herren, angesichts der Laufzeiten, dass das eher sozusagen für die hessischen Darlehensprogramme gilt. Noch ein Darlehen, und wir sind wirklich pleite, meine Damen und Herren. Trotzdem rate ich natürlich, den hessischen Kommunen zuzugreifen, dort, wo es geht, wo das sozusagen sich auf der lange Sicht darlehen. Dieser Landesregierung würde ich keinen Pfennig schenken. Es ist übrigens, meine Damen und Herren, zumal es ihr eigenes Geld ist. Denn das ist ja alles sozusagen finanziert über die 344 Millionen Euro, die seit 5 Jahren abgezogen worden sind im kommunalen Finanzausgleich. Sie wissen doch selbst, dass dieses Programm keine Abhilfe schafft für die kommunalen Finanzprogramme. Dieses Programm müsste eigentlich heißen SGP, schlechtes Gewissensprogramm, meine Damen und Herren. Das ist Ausdruck Ihres schlechten Gewissens gegenüber den Kommunen. Sie wissen, dass der Investitionsbedarf der hessischen Kommunen bei 8 bis 10 Milliarden Euro besteht. Und, meine Damen und Herren, es ist auch Ausdruck Ihres schlechten Gewissens, dass Sie unseren Antrag zu der Neuordnung des KFA, die eine Investitionsförderung noch vorgesehen hat, dass Sie den noch vor 3 Monaten, meine Damen und Herren, abgelehnt haben, mit der Begründung, das sei nicht notwendig. Und jetzt schießen Sie es mit dem eigenen Programm nach, meine Damen und Herren. Das ist doch lächerlich und auch eine durchsichtige Argumentation. Die Kommunen haben das wirklich notwendig. Von 2010 auf 2014 sind allein in den 4 Jahren die Kommunen angesichts des Drucks und der unzureichenden finanziellen Ausstattung durch das Land sind die kommunalen Investitionen, ich habe es gestern schon gesagt, um 750 Millionen Euro zurückgefahren worden. Das, was Sie jetzt auflegen, meine Damen und Herren, entspricht gerade einmal ein Jahr des Zurückschraubens. Und da wollen Sie sich besonders loben lassen. Nein, das hat auch kein Lob, meine Damen und Herren, verdient. Und
Zum Beispiel das Krankenhausprogramm, da wird es offenkundig, um was es wirklich geht. Krankenhausfinanzierung war bisher sozusagen Zuschuss. Es wird jetzt umgestellt auf eine Pauschalförderung. Damit fallen einige wichtige Projekte, werden nicht mehr, können nicht mehr finanziert werden. Die müssten jahrzehntelang ansparen, um sich zu finanzieren. Das hat die Landesregierung zu Recht als Problem erkannt, dass da irgendwas abfinanziert werden muss. Deswegen sollen jetzt 8 Projekte. Und ich fordere den Minister auf, dass er die 8 Projekte, um die es geht, mehr sind es nämlich nicht. Es machen sich wieder 100 sozusagen Hoffnungen auf das Programm. Am Ende werden es nur 8 sein. Wir wollen, dass dieses Programm, diese 8 Einrichtungen, die finanziert werden, offengelegt werden vor Verabschiedung des Gesetzes, damit jeder weiß, wer profitiert und wer nicht davon profitiert. Das gehört übrigens zu Transparenz und Fairness an dieser Stelle auch dazu. Aber, meine Damen und Herren, dieses Programm ist ja keine zusätzliche Hilfe für die Kommunen. Das ist sozusagen die Abfinanzierung eigener Probleme mit einer unzureichenden Finanzierung der letzten Jahre, die jetzt sozusagen gelöst werden soll. Also auch das hat es wenig Lob zu tun, sondern Sie machen wieder Krisenbekämpfung. Sie versuchen, das, was Sie selbst ein Problem, das Sie selbst geschaffen haben, zu lösen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wirkliche Abhilfe für die Kommunen würde nur eine angemessene jährliche Finanzierung durch die Neuordnung des KFA bringen. Nichts anderes, meine Damen. Sie können noch so viele Hilfsprogramme auflegen. Notwendig wäre eine angemessene Finanzierung der hessischen Kommunen. Und mit der Streichung der 344 Millionen € mit der Neuordnung des KFA ist eben dieses nicht gewährleistet. Und KUIP, dieses KIP-Programm, aber SGP-Programm, wie es eigentlich in Wirklichkeit heißen müsste, ist kein Ausgleich für die unzureichende Finanzierung der hessischen Kommunen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Schmidt. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr van Ooyen zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 15. September haben die Regierungsfraktionen gemeinsam mit dem hessischen Finanzminister das sogenannte Kommunale Investitionsprogramm der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Koalitionäre haben sich dann auch bemüht, vor allem die Zahl des Gesamtvolumens in den Vordergrund zu stellen. Zitat: Das Förderkontingent des hessischen Kommunalen Investitionsprogramms KIP beträgt rund 1 Milliarde. Punkt. Wenn man sich dann aber die Zahlen genauer ansieht und im Einzelnen guckt, dann ist klar, diese Summe ist ein Werbegag. Ich kann es ja verstehen, dass man als Landesregierung die eigenen Bemühungen gern etwas größer darstellt, als sie eigentlich sind. Aber ich meine, das war unredlich. Nehmen wir die Zahl doch einmal auseinander, der Kollege Schmidt hat das schon im Einzelnen auch schon getan, dann stellt man fest, das sind 317 Millionen € Bundesmittel. Dazu kommen Tilgungsleistungen durch das Land in Höhe von 346 Millionen €. Was übrig bleibt, ist aber ein Programmvolumen, das die Kommunen selbst tragen, in Höhe von 364 Millionen €. Den größten Teil des Programmvolumens zahlen die Kommunen also selbst. Ich will dabei gar nicht leugnen, dass das Land außerdem noch Zinshilfen leistet. Aber es ist mir doch wichtig, deutlich zu machen, dass der Anteil der Kommunen an diesem Programm erheblich ist und es eben kein Milliardenprogramm der Landesregierung ist. Das ist umso bemerkenswerter, da es die Kommunen sind, die besonders in den letzten Jahren darunter zu leiden hatten, wie die Landespolitik in Hessen mit ihnen umgegangen ist. Da stand am Anfang eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs durch die schwarz-gelbe Regierung um jährlich 344 Millionen €. Das hat in den Kommunen natürlich dazu geführt, dass die ihre Investitionen reduziert haben. Danach kam der sogenannte Schutzschirm, der vor allem darin bestand, dass besonders hochverschuldete Kommunen Auflagen gemacht wurden, wie sie ihre Finanznot, die die Landesregierung zu erheblichen Teilen mitzuverantworten hatte, in den Griff bekommen. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass diese Kommunen ihre Investitionen weiter reduziert haben. Und schließlich hat die neue schwarz-grüne Landesregierung den kommunalfeindlichen Kurs fortgesetzt und einen KFA geschaffen, der die Bedarfe der Kommunen künstlich kleinrechnet.
Das hat natürlich dazu geführt, dass kommunale Investitionen endgültig auf der Strecke geblieben sind. Und wenn die Landesregierung sich jetzt hinstellt und ein Investitionsprogramm für die Kommunen präsentiert, das diese zum großen Teil, wie gesagt, selbst finanzieren, dann ist das vielleicht ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch lange keine Umkehr. Ich vermute ja, dass dieses Programm nicht zufällig noch vor der nächsten Kommunalwahl auf den Weg gebracht werden soll, weil Sie eigentlich genau wissen, dass dieses Sonderprogramm ein Ausnahmefall ist, sondern die Regel sein müsste, um den Investitionsstau in diesem Land irgendwann einmal aufzulösen. Gerade von der Anhörung zum Gesetz erhoffe ich mir schon einmal den Einblick darüber, wie hoch der Investitionsbedarf der Kommunen realistisch ist. Es ist die Frage, ob diese Milliarde wirklich reicht oder ob wir hier besser darüber reden müssen, dass aus knapp 350 Millionen € Landesmittel tatsächlich eine Milliarde werden sollte. Worauf ich diesen Bedarf bei den Beratungen zurückführe, denke ich, wird sich zeigen, was dieses Programm denn eigentlich für die Schuldenbremse wirklich bedeutet. Ich brauche hier ja keinen Hehl daraus zu machen, dass ich die Schuldenbremse für falsch halte, aber umso mehr hat mich dieses Landesprogramm dann überrascht. Denn im Kern besteht es aus neuen Schulden für zusätzliche Investitionen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir nach einigen Jahren, in denen hier vier Fraktionen im Haus immer wieder betont haben, dass Investitionen nicht mit den neuen Schulden finanziert werden dürfen, endlich dazu kommen würden, Investitionen langfristig mit Krediten zu finanzieren. Wie gesagt, das macht auch die schwäbische Hausfrau. Wird damit eine Abkehr von der Schuldenbremse eingeleitet, ist die Frage. Denn genau das macht dieses Programm. Zwar nehmen diese Kredite formal die Kommunen auf, aber Tilgung und Zinsen übernimmt zu einem erheblichen Teil das Land. Wenn das der Ausweg aus der Investitionsbremse ist, der die CDU, SPD, Grüne und FDP in die Verfassung geschrieben haben, dann sollten wir diesen Weg gehen. Allein mit Blick auf den Investitionsbedarf in den Kommunen kommen wir aber mit einem solchen kleinen Schritt nicht sonderlich weiter. Aber dieser Regierung fehlt der Mut, den notwendigen Schritt zu gehen, um den Erhalt der Infrastruktur vor Ort zu sichern. Das ist das Manko auch dieses Programms. Vielen Dank. Danke, Herr van Ooyen. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Kaufmann zu Wort gemeldet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bereits gestern in der Haushaltsdebatte habe ich das Kommunalinvestitionsprogramm kurz angesprochen. Jetzt reden wir in erster Lesung darüber. Ich habe es angesprochen als ein Element eines Dreiklangs kommunaler Förderung, den das Land Hessen zugunsten der Landkreise, Städte und Gemeinden zusammengestellt, wenn Sie so wollen, komponiert hat. Hintergrund unserer Bemühungen zugunsten der finanziellen Ausstattung der Kommunen ist die keineswegs neue Erkenntnis, dass gesellschaftliche Entwicklungen ebenso wie mentale Bindungen in aller Regel vor Ort ihre Wurzeln haben und wir deshalb die lokale Situation gerade bei der Politik, die von oben drauf schaut, wie die des Landes zum Beispiel, dass wir diese lokale Situation nie aus den Augen verlieren dürfen. Denn lokal entscheidet sich, ob und wie die Menschen sich wohlfühlen und wie sie miteinander Gemeinschaft leben. Und genau deshalb achten wir in unserer Koalition von CDU und GRÜNEN noch besonders auf die kommunalen Bedürfnisse, weshalb sowohl eine zugewandte Behandlung als auch eine stabile Finanzierung der Kommunen durch das Land uns eine andauernde Verpflichtung ist. Dazu ist das hier heute vorgelegte Programm jetzt, wenn Sie so wollen, der dritte Baustein in dem Dreiklang. Mit dem kommunalen Schutzschirm, es ist schon angesprochen worden, hat das Land vor unserer grünen Regierungsbeteiligung besonders belastete Kommunen mit rund 3,2 Milliarden € dabei unterstützt, die hohe Verschuldung abzubauen.
Das war ein Beitrag zur Bewältigung von Belastungen der Vergangenheit. Mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, die wir im Juli hier beschlossen und gestern in der Haushaltsdebatte auch mehrfach noch angesprochen haben, stellen wir die laufenden Einnahmen der Kommunen auf eine neue Grundlage. Ich bin schon ein bisschen betrübt, verehrter Kollege Schmidt. Ich habe mich doch gestern sehr darum bemüht, Ihnen klarzumachen, dass es sich nicht um eine Kürzung, sondern um eine Rekordsumme zugunsten der Kommunen handelt, was man landläufig eine Erhöhung der Mittel nennt. Aber Sie wollen es, ich könnte jetzt fast Renitenz vermuten, Sie wollen es einfach nicht wahrnehmen. Denken Sie immer an das Zitat, Herr Kollege Schmidt, denken Sie immer an das Zitat von Bertolt Brecht. Meine Damen und Herren, um es noch einmal zu sagen, statt der von der Opposition behaupteten Kürzungen haben wir es im Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr, auf das wir jetzt blicken, 2016, mit einer Steigerung der Landesmittel um über 8% von einem Jahr zum laufenden Jahr, also für das kommende Jahr zum laufenden Jahr zu tun. Das nenne ich einen Zuwachs. Und jetzt sind wir dann beim dritten Teil, bei dem heute angesprochenen, primär angesprochenen kommunalen Investitionsprogramm. Damit leisten wir jetzt einen weiteren Beitrag, um gezielte Investitionen für unsere Kommunen zu ermöglichen, um sie also für die Aufgaben der Zukunft zu rüsten. Wenn Sie so wollen, wir haben Vergangenheitsbewältigung, Gegenwartsgestaltung und Rüsten für die Zukunft in einen Dreiklang gepackt. Und das ist das, was wir den Kommunen anbieten. Der wird übrigens auf kommunaler Seite, und Sie haben sich ja auch schon damit befasst, die Kommunen seit der Präsentation, und jeder kann die Zahlen auf der Homepage des Finanzministers im Detail nachlesen. Da gibt es ja keine Geheimnisse. Die Kommunen haben sich schon damit befasst, und bisher hat sich niemand bei uns über vergiftete Geschenke, die der Kollege Schmidt so bezeichnet hat, in seiner Pressemitteilung beschwert. Ganz im Gegenteil. Ich will dazu sagen, wir analysieren vielmehr die Probleme der Kommunen vor Ort und machen dann Angebote zur Unterstützung der Akteure. Wer diese Angebote, wie es ja auch geschehen ist, auch eben gerade wieder als Wahlkampfhilfsfonds bezeichnet, der übersieht geflissentlich, dass alle Kommunen völlig unabhängig von der Couleur ihrer politischen Führung finanzieren erhalten können, also keineswegs eine bestimmte Richtung. Mit dieser Behauptung behaupten Sie also, Kollege Schmidt, jetzt lacht er, dass es ein besonderes Anliegen der schwarz-grünen Koalition wäre, 174 SPD-Bürgermeister in Hessen bei nur 95 CDU-Bürgermeistern vorrangig zu bedienen. Im Übrigen, auch wir GRÜNE haben bedauerlicherweise weniger Bürgermeister als die FDP. Also eher, ich habe es aus Pressemitteilungen entnommen, dass. Also, ich stelle fest, dass es keine Wahlkampffinanzierung wäre, weil wir dann die Falschen finanziert hätten, wenn es wirksam werden sollte, wie ich Ihnen gerade vorgezeigt habe. Weil wenn überhaupt, dann sind diejenigen, die in der Kommune jeweils das Sagen haben, im Vorfeld einer Wahl, die sich mit Finanzmitteln ja dann auch gerne brüsten. Meine Damen und Herren, seit der Veröffentlichung des KIP durch den Finanzminister hat im Gegenteil uns eine Reihe von Rückmeldungen der Kommunen erreicht, die sämtlich sehr positiv waren. Es ist sogar vielfach von Glück die Rede gewesen. Es ist auch sinnvoll, dass wir das jetzt genau präsentiert haben, weil wir wissen ja, dass alle Kommunen oder nahezu alle Kommunen derzeit in der Haushaltsberatung stecken, um die Haushalte für das nächste Jahr entweder erst aufzustellen oder anzupassen, wenn sie vorher einen Doppelhaushalt hatten. Und deswegen ist es sinnvoll, es jetzt auch zu tun. Und dann will ich Ihnen mal etwas erzählen auf die merkwürdigen Rechenfiguren des Kollegen Schmidt werde ich noch kommen. Dann will ich Ihnen mal etwas erzählen. Wollen Sie tatsächlich hier argumentieren, es wäre richtig gewesen, wenn wir nur das Bundesprogramm weitergegeben hätten, was nie strittig war, was ja im Juli erst beschlossen worden ist, an die Kommunen mit der Folge, dass mehr als die Hälfte der hessischen Kommunen überhaupt keine Mittel erhalten hätten und für alle Kommunen inhaltlich erhebliche Restriktionen da gewesen wären? Wollen Sie das behaupten? Halten Sie das für sinnvoll, weil Sie das Bundesprogramm so hochgelobt haben? Wir sagen nein. Deswegen war es richtig, mit einem Landesprogramm, aus dem alle Kommunen was erhalten können und zweitens auch keine
relevanten inhaltlichen Restriktionen vorgegeben werden, genau die Beispiele nicht entstehen zu lassen, die der Finanzminister früher uns ja auch allen schon dargelegt hat, dass man vielleicht die energetische Sanierung eines Toilettenhäuschens machen darf, aber nicht eine sozusagen Grundsanierung, weil die aus dem Bundesprogramm nicht finanzierbar ist, dass wir durch die Kombination der Programme jetzt zu einer vernünftigen Lösung kommen. Und jetzt, meine Damen und Herren, nutze ich die letzten Sekunden noch dafür, dem Kollegen Schmidt gegenüber deutlich zu machen, dass viel Verwirrung stiften noch nicht die Wahrheit verbreiten bedeutet. Sie haben z. B. zusammengerechnet die verschiedenen Programmteile und dabei natürlich das Wohnungsbauprogramm, was in voller Höhe nur als Kredit gegeben wird, wie im Wohnungsbau überall und immer, weil die Wohnungen bleiben nämlich im Eigentum desjenigen, der sie baut. Und wenn die Kredite abbezahlt sind, heißt das sie immer noch. Sie gehören dann dem normalerweise Wohnungsbauträger, was die Kommune sein kann oder aber nicht sein muss. Und deswegen finanziert man die immer als Kredit. Sie können die deshalb nicht zusammenrechnen mit den Zuschüssen oder Krediten, die an die andere Seite für allgemeine Investitionen gegeben werden. Vom Bundesprogramm bekommt man 90%, beim Landesprogramm bekommt man 80%. Insoweit ist 10% Differenz, das stimmt. Wir finanzieren auch noch die 10% aus dem Bundesprogramm für die Armen und für diejenigen, die wenig Geld haben, und für die Kredit und die Tilgung. Nein, und über die Kreditlaufzeit übernehmen wir als Land den größten Teil der Zinsen. Also, ich denke, in der Ausschussberatung werden wir das in aller Ruhe zusammenrechnen. Und dann werden Sie vielleicht nicht einsehen, aber wir werden es Ihnen beweisen, dass Ihre Zahlen, die Sie hier zum Zwecke der Verwirrung uns erzählt haben, völlig schon. Herr Kollege, kommen Sie bitte zügig zum Ende. Vielen Dank. Das war es dann. Das Wort hat der Abg. Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss ja schon Kollegen Kaufmann gratulieren, dass er in dieser ja fast schon philosophischen Art versucht hat, einen Dreiklang in der kommunalen Finanzpolitik dieser Landesregierung bzw. auch der Vorgängerregierung zu konstruieren. Dass der Schutzschirm eine vernünftige und gute Sache gewesen ist, ist ja ganz offensichtlich bis bei der Fraktion der LINKEN jetzt bei jedem hier im Hause angekommen, auch bei den GRÜNEN, die das ja am Anfang nicht ganz so euphorisch gut gesehen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber ich glaube, es ist etwas falsch, wenn man jetzt von einem Zweiklang bei KFA und bei KIP spricht. Für mich gehört das alles zusammen. Für mich gehört das alles zusammen. Sie haben beim KFA durch die ganz offensichtlich vorhandene Vorgabe, es darf nicht mehr kosten als vorher, durch die Nutzung des sogenannten Thüringer Korridors in der vorsätzlichen Art, niemals auf 100% Deckungsbeitrag für die Kommunen zu kommen, sonst hätten sie einen anderen Korridor wählen müssen, es billigend in Kauf genommen, dass die Kommunen unterfinanziert sind. Und das haben Ihnen die Kommunen auch alle in der Diskussion, insbesondere im Zusammenhang mit der zweiten Lesung des KFA, gesagt. Und dann haben Sie sich überlegt, wie können wir das Problem denn lösen? Auf der einen Seite bleiben wir jetzt hart beim KFA, auf der anderen Seite möchten aber die Kollegen von der Union, die ja meistens Fraktionsvorsitzende oder Parteivorsitzende der Union in den Kommunen in diesem Lande sind, möchten die nicht zu Hause dastehen und sich anhören müssen, dass diese Landesregierung und insbesondere der CDU-Finanzminister und der CDU-Innenminister die Kommunen nicht auskömmlich finanzieren. Und da kam man, die Logik ist ja relativ einfach, und wenn man die Personen kennt, ist sie noch einfacher. Dann kam man irgendwann zu der Idee, wir müssen also zusätzlich noch etwas konstruieren. Und das ist KIP. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit KIP wollen Sie politisch erreichen, dass Sie jetzt überall, die CDU-Kollegen intensiver als die GRÜNEN-Kollegen,
vor Ort Presseerklärungen schreiben können und sagen können in den 248 Kommunen, wir haben es gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und diese Presseerklärung gibt es ja schon. Das ist ja keine Prognose, die ich gerade hier vortrage, sondern es ist die Beschreibung der Ist-Situation. Kurz nach Veröffentlichung des Programms, ich habe das Datum hier auch noch irgendwo parat, aber das ist auch unwichtig, vor 10, 14 Tagen gab es garantiert eine Musterpresseerklärung, auch schon vorbereitet hier in Wiesbaden, und viele der Kollegen haben sie vor Ort platzieren können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bleibe dabei, das KIPP ist politisch gesehen der Kommunalwahlkampfhilfefonds für CDU und GRÜNE in diesem Lande. Der Kommunalwahlkampfhilfsfonds für die Schwarzen und die GRÜNEN in diesem Lande. Und das kann man auch nicht relativieren damit, lieber Herr Kaufmann, dass man jetzt die Parteizugehörigkeit der jeweiligen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aufzählt, sondern es geht um das Klima. Und ich bin ja nur ein bisschen in der Wetterau unterwegs, und es sind auch Kollegen hier, die auch dort unterwegs sind, die wissen, wie die Stimmung insbesondere bei der Union, bei Kommunalpolitikern der Union, aber auch bei den GRÜNEN im Zusammenhang mit dem KFA gewesen ist. So, und jetzt kann man denen sagen, alles ist gut. Thomas Schäfer und Volker Bouffier haben nachgelegt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe ja nichts dagegen, dass die Kommunen auskömmlich ausgestattet werden. Ich habe nur etwas dagegen, dass man das so selbstherrlich macht. Ich habe etwas dagegen, dass man das so ein bisschen macht wie im Feudalismus. Wir geben euch erst nicht genug Geld, aber jetzt bekommt ihr es von uns noch einmal geschenkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist gerade die Art dieses Kommunalwahlkampfhilfonds. Da bitte ich um Verständnis. Und desto mehr der Generalsekretär ruft, desto besser weiß ich, dass ich wieder einmal vollkommen richtig liege. Weil Kollege Pentz ist ja sozusagen der Lackmustest. Also, wenn man etwas sagt, was die CDU auch so sieht, aber was sie nicht so sehen will, dann ruft Herr Pentz dazwischen. Und deshalb, lieber Herr Generalsekretär, jetzt wieder dieselbe Reaktion. Lassen Sie mich dazu noch sagen, es ist natürlich vollkommen klar, dass das Bundesprogramm, dass die Gelder weitergeleitet werden. Ich halte es auch für sehr vernünftig, wir als FDP als sehr vernünftig, dass die Kommunen, die sich bereit erklären oder die bereit erklärt werden, das ist ja auch nicht mehr ganz so in dem Abstimmungsprozess, wie das noch vor einigen Monaten war, dafür habe ich aber ein gewisses Maß von Verständnis, die Erstaufnahmeeinrichtungen haben, dass sie bevorzugt in Gänsefüßchen oder zusätzlich noch ein gewisses Leckerli bekommen. Und natürlich müssen wir für den Wohnungsbau Geld leisten. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, 1,027 Milliarden, so stand es in der Presseerklärung des Finanzministers, Herr Rinnen, und es ist, glaube ich, auch die Eröffnungsworte von Ihnen, Herr Schork, eben gewesen, gibt das Land Hessen den Kommunen. Das ist ja nun einfach falsch. Es ist ja kein eigenes Geld, es ist auch eigenes Geld dabei. Aber es ist natürlich auch ein großer Teil von Darlehen, und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der geschäftsführende Geschäftsführer der WIBank, unser ehemaliger Kollege Gottfried Milde, das auch richtig gut mit seinen Männern und Frauen abwickeln wird. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, da bin ich fest von überzeugt, Herr Boddenberg, die Vorarbeit, ja, insbesondere von Herrn Hirschler bei der WIBank, ist dann wirklich hervorragend gewesen, wie wir alle wissen. Hättest du auch ruhig das auch klatschen können. War gemeinsame Vergangenheit gewesen. So, und deshalb komme ich wieder zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wollte sehr bewusst den Gegenpol setzen zu den Äußerungen des Kollegen Kaufmann, der das intellektuell mit einem Dreiklang, einem fast natürlichen, das eine war ja nach hinten, das andere war die Jetztzeit, das nächste ist die Zukunft, gebracht hat. Nein, Sie haben beim KFA eine grundsätzlich falsche Entscheidung getroffen, haben das auch politisch gemerkt und haben deshalb jetzt mit insgesamt 1,027 Milliarden Bundesgeld, Landesgeld, Darlehen usw. so nachgelegt. Das ist für mich eindeutig eine Kommunalwahlkampfhilfsfonds, und zwar nicht für die Kommunen, sondern für CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. – Für die Landesregierung spricht
Herr Staatsminister Schäfer, bitte sehr. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich war nicht so vermessen, im Vorfeld der Debatte des heutigen Tages zu erwarten, dass die Opposition dieses Hauses sozusagen kipp, kipp, hurra schreien würde bei der Vorlage dieses Programms. Aber ich bin schon ein bisschen verwundert, welches Maß an intellektueller Verdrechseltheit Sie produzieren müssen, um hier zu begründen, dass Sie für mehr Geld für die Kommunen am Ende ablehnen werden. Also insofern, ich hätte ja verstanden, wenn Sie sagen, der Zeitpunkt ist falsch und vor der Kommunalwahl und alles okay. Aber am Ende ist es mehr Geld für die Kommunen. Lasst uns über die Details der Bedingungen reden. Aber am dicken Ende ist das eine grundsätzlich richtige Entscheidung. Damit würden Sie sich in Übereinstimmung mit der weit überwiegenden Zahl auch sozialdemokratischer Kämmerer vor Ort befinden, denn deren Reaktion ist durchweg positiv. Ich habe sogar eher, meine Damen und Herren, einige kritische Reflexionen parteiübergreifend über den Teil Bundesprogramm gehört, weil natürlich die Verwendungszwecke des Bundesprogramms, in dem sie sehr eingeschränkt sind auf die Fragestellungen, bei denen der Bund eine Gesetzgebungskompetenz hat, eine schwierigere Umsetzungsfragestellung hat. Das war im Übrigen auch eine der Motivationen für uns als Land zu sagen, lasst uns, Klammer auf, als einziges Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland, Klammer zu, in einem größeren Umfang ein Landesprogramm hinzufügen, um eben die eingeschränkten Verwendungszweckmöglichkeiten des Bundesprogramms mit einem Landesprogramm so zu kombinieren, dass am Ende eine vernünftige Baumaßnahme herauskommen kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will Ihnen das einmal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Mit dem Bundesprogramm dürfen Mittel, die investiert werden, in die Bildungsinfrastruktur verwendet werden, so sie zur energetischen Sanierung verwendet werden. Jetzt haben Sie natürlich, jetzt kommt mein Beispiel, was der von Ihnen schon auswendig kann. Schön, dass Sie mir helfen an der Stelle. Wenn Sie aber eine marode Schule haben, dann ist die in der Regel nicht nur energetisch an der Außenhülle marode, sondern möglicherweise ein nicht unwesentlicher Teil des Innenlebens auch. Wenn Sie sich jetzt rein an dieser Stelle an das Bundesprogramm halten, können Sie zwar schöne winddichte Fenster und ein tolles Dach und vielleicht eine neue Heizung bauen, aber die Schultoilette können Sie nicht sanieren. So. Und deshalb wollen wir durch Hinzufügung des Landesprogramms ermöglichen, dass daraus eine sinnvolle Investition in einer vollständigen Dimension an dieser Stelle werden wird. Was ist denn dagegen einzuwenden? Herr Schäfer-Gümbel, warum schicken Sie dann Ihren Sprecher nur zum Nageln hier vor, anstatt diese Dinge auch einmal in Ruhe und Gelassenheit so vorzutragen? Das wäre doch eine vernünftige Maßnahme gewesen. So. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, also, sehen Sie, habe ich ja offensichtlich wieder. So sind die Austauschmöglichkeiten von liebenswerten Kommentaren. Glaube ich, kann man. Aber es zeigt ein Stückchen, dass auch die Opposition sich offensichtlich in dieser Rolle des Ablehnen-Müssens, weil man es ablehnen will, an der Stelle nicht so richtig wohlfühlt. So. Also vielleicht habe ich die Rede des Kollegen Schmidt anders verstanden, als beabsichtigt war. Aber jedenfalls habe ich nur diesen Hinweis. So, jetzt versuchen wir uns einmal wechselseitig ausreden zu lassen. Sie hören mir jetzt einen Augenblick geduldig zu, dann gehen Sie hier nach vorne, legen Ihr Gegenkonzept zu dem Freund auf den Tisch, und dann ist doch alles in Ordnung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein paar Hinweise geben im Hinblick auf den Zusammenhang mit dem KFA. In der Tat, wir haben in den Diskussionen der letzten Jahre die Fragestellung gemeinsam miteinander festgestellt, dass in der Zeit der großen Finanzkrise und ihren Auswirkungsjahren auch auf die kommunale Finanzierungssituation Defizite
in der Frage der Investitionstätigkeit der Kommunen Rückgänge zu verzeichnen waren. Unbestritten. Wir hatten zwar in den Jahren zu Beginn der großen Krise zur Bewältigung Investitionsprogramme, insbesondere wir hier in Hessen, das Konjunkturprogramm aufgelegt, mit dem bewusst Investitionen aus der Zukunft vorgezogen werden sollten, sodass man eine Reihe von Jahren auch durchaus akzeptieren konnte, dass zurückgehende Investitionstätigkeit zu verzeichnen war, weil in der Gesamtsumme eines längeren Zeitraumes ja nicht mehr investiert werden sollte. Das ist okay. Und trotzdem haben wir gemeinsam, glaube ich, festgestellt, dass es eine Ankurbelung der Investitionstätigkeit vernünftig ist. Deshalb hat der Bund im Frühjahr dieses Jahres ganz sicher in seiner Großen Koalition nicht unter der Absicht, CDU und GRÜNEN in Hessen eine Kommunalwahlhilfe zuteil werden zu lassen. Das hätte mich jedenfalls sehr gewundert. Jedenfalls ein kommunales Investitionsprogramm aufgelegt, mit den Einschränkungen und Problemen, die ich geschildert habe. So, und jetzt fügen wir ein weiteres hinzu, in den unterschiedlichsten Facetten, die diskutiert worden sind. Und mein Eindruck der ersten Reaktionen aus der kommunalen Familie sind so, dass es ein hohes Interesse gibt, sich über Details zu unterhalten, wir manches Problem vielleicht noch auf dem Weg bis zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens gemeinschaftlich aus dem Weg räumen wollen. Wir haben mit den kommunalen Spitzenverbänden verabredet, dass parallel zu dem Prozess hier im Hessischen Landtag ihre Mitwirkung an der möglicherweise noch weiteren Verbesserung sichergestellt wird, so wie wir am Ende Investitionspakete und Programme in den letzten Jahren immer gemacht haben. In partnerschaftlichem Dialog mit den hessischen Kommunen werden wir die Dinge auf den Weg bringen. Und ich bin dann sehr sicher, dass es dann sehr schnell gelingen wird, Investitionsprojekte vor Ort, die in den Schubladen liegen, aber bisher an den Grenzen der eigenen Finanzierbarkeit gescheitert sind, dann nun diskutiert und auch vor Ort entschieden werden können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen an der Stelle Investitionen in die kommunale Infrastruktur vor Ort ermöglichen und fördern. Ich glaube, das wird uns mit diesem Programm eindrucksvoll gelingen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Schäfer. Das Wort hat der Abg. Schmidt für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, Sie haben ein Abstimmungsverhalten der SPD unterstellt. Zu dem Abstimmungsverhalten der SPD habe ich überhaupt noch nichts gesagt. Ich hatte gesagt, die Kommunen sollen zugreifen bei dem Programm, weil sie es selbst finanzieren. Ich habe darauf hingewiesen, dass seit dem Jahr 2011 jährlich mehr als 344 Millionen € aus dem KfR entnommen werden. Also fast 2 Milliarden € haben Sie den Kommunen in den letzten 5 Jahren vorenthalten. Und aus dieser Summe finanzieren Sie ja auch das Programm heraus. Und deswegen kann ich nur sagen, die wären verhältnismäßig blöd, wenn Sie jetzt nicht über eigene Mittel wieder zurückholen würden. Und meine Damen und Herren, der Kollege Quanz hat das mal anlässlich der Schutzschirmdebatte gesagt. Die Landesregierung, mit dem Beispiel war, glaube ich, ein Fraktionskollege von Ihnen, Kommunalpolitiker oder ein Bürgermeister, der gesagt hat, die Landesregierung hat es ein halbes Sau geklaut und gibt uns jetzt ein Pfund Gehacktes mit dem Schutzschirm zurück. Meine Damen und Herren, jetzt kommt noch ein Kotelett dazu. Aber die halbe Sau ist immer noch nicht da, meine Damen und Herren. Ich will auch darauf hinweisen zu unserem Abstimmungsverhalten, Herr Minister. Da wäre ich jetzt gerne in die Sachdebatte eintreten. Das Präsidium des Hessischen Landkreistages hat einen Beschluss gefasst. In dem Punkt 3 des Beschlusses heißt es, ich darf ihn zitieren, das Präsidium des Hessischen Landkreistages kritisiert, dass bei der Auswahl der finanzschwachen Kommunen zwecks Ermittlung der Antragsberechtigung für die Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Klammer auf, 317 Millionen €, Klammer zu, Kriterien angelegt werden, welche der bundesweit einmaligen Verschuldungssituation der hessischen Landkreise nicht gerecht werden. Und das Präsidium des Hessischen Landkreistages kritisiert mithin, dass von den, das Punkt 4, dass von den 21 hessischen Landkreisen durch diese Kriterien im Ergebnis lediglich 8 als finanzschwach gelten und berechtigt wären, Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz in Anspruch zu nehmen. Meine Damen und Herren, und das müssen wir doch sachlich diskutieren. Wir haben in der Tat eine bundesweit einmalige Verschuldungssituation der hessischen Kommunen, der hessischen Landkreise mit großen Abstand vor anderen Bundesländern. Und die sagen, eigentlich müssten fast alle ran. Nehmen wir jetzt mit Verlaub fast den Landkreis Fulda aus. Und Herr Minister, darüber muss man reden. Nur wie Sie von dem Pferd
nachdem Sie ja diese Liste ausgerechnet haben und fast in allen Kommunen schon verteilt haben, wie Sie von dem Pferd und eine Sachdebatte möglich ist, eine Veränderung möglich ist, nachdem die Liste überall Sie schon an die Bürgermeister und die Landkreise verteilt haben, da wollen Sie, wenn der Mittel dann gleich bleibt, dann müssten Sie noch etwas drauflegen. Aber sozusagen, das möchte ich mal sehen, wo Sie dann etwas anderes abziehen, um anderes zu geben. Sie kommen doch gar nicht mehr von dem Pferd runter, das Sie gesattelt haben. Deswegen sind doch gar keine ordentliche Deparatungen entlang der Kriterien möglich. Da haben Sie sich doch schon fast festgelegt. Und deswegen sage ich, aber wir werden das diskutieren und wir werden unser Votum, wie das in unserer Fraktion üblich ist, auch diskutieren. Und wir haben heute noch gar keine Festlegung an dieser Stelle getroffen. Herr Kaufmann, eine Anmerkung, dass der Minister eben gechattet mir doch. Sie haben behauptet, ich hätte gesagt, es gäbe eine Verteilung der Mittel nach Parteibuch. Herr Kaufmann, das ist wirklich schlicht die Unwahrheit. Ich habe dazu überhaupt nichts gesagt. Ich habe übrigens was zur Kommunalwahl gesagt. Das war der Kollege von. Also tut mir leid, Herr Kaufmann. Sie sollten mal jetzt Gelegenheit haben, sich für solche. Da haben Sie einen großen Popanz wieder aufgebaut, sich für sowas auch zu entschuldigen. Und interessant war aber von Herrn Kaufmann, dass er die Berechnung, die ich angestellt habe, mit dem Argument gesagt hat, ja. Aus diesem Programm müssen wir ja jetzt Wohnungsbau rausnehmen. Das ist ja immer Darlehen, meine Damen und Herren. Über den Krankenhausprogramm hat er dann schon gar nicht mehr geredet. An dieser Stelle, als er von 80% und 90% geredet haben, da reden wir über 33%. Es ist sozusagen immer ganz interessant, wie der Herr Kaufmann mit viel Kunst und wie ein Fisch, also wie er immer, aber naja, bei ihm, so, gut, okay. Also, wie er immer versucht, sozusagen dann zu relativieren, das rechnen wir nicht raus, das nehmen wir nicht, und das nehmen wir nicht, und das nehmen wir nicht, und das nehmen wir am Ende nicht. Ich habe das Programm in seiner Gesamtheit bewertet und eine Berechnung vorgenommen. Und meine Damen und Herren, die stimmt. Und wir werden uns dazu Punkt für Punkt, Cent für Cent austauschen. Ich sage Ihnen, ich werde Ihnen beweisen, dass ich recht habe. Die hessischen Kommunen zahlen mehr als die Hälfte des Programms, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist der Gesetzentwurf in erster Lesung beraten, und er geht zur Weiterberatung in den Haushaltsausschuss.